So, hallo, wir machen weiter bei Kirby und das vergessene Land. Das letzte Mal haben wir hier noch ein paar versteckte Schatzstraßen gefunden. Und die würde ich jetzt erstmal vorher machen, bevor wir uns um das nächste Level kümmern. Was auch eine Straße ist. Also wir machen auf jeden Fall Straßen in diesem Part. Finde ich gut. So. Und zwar erstmal das Kühlschrank. Quatsch, Kühlschrank. Das sieht immer wie so ein Kühlschrank aus. Das Dosenwerfer. Straßen-Level. 1,20. Okay, das wird ein bisschen länger. Wahrscheinlich muss ich da viel mit Dosen schießen. Gucken wir mal, was passiert. Aber was wir jetzt ja gelernt haben, ist, es geht immer nur um Zeit. Also ich muss jetzt nicht hier gucken, dass ich möglichst viel zerschieße oder so. So, oh ja, und es geht natürlich auch darum. Oh wait, da komme ich nicht rüber jetzt, oder wie? Ah, okay. Es geht natürlich auch darum, sparsam umzugehen mit den Dosen. Weil ich die ja doch in den seltensten Fällen wiederbekomme. Aua. Okay, das war nicht so klug. Oh Gott, das Ding steuert sich so komisch, ne? Nein, jetzt fällt er schon wieder runter. Ach so, die fallen ja auch. Also die schießen nicht gerade durch. Ah, ich bin dumm. Okay, ich hab's gerafft. Aber das Gute ist, es geht einfach mal geradeaus. Also, man muss jetzt das ja auch erstmal kennenlernen hier, alles, worum es geht, so, ne? Hier geht es mal auch davon aus, dass ich keine Energie zurückbekommen werde. Aber es scheint mir, dass die Dosen... Oh, ich wollte da reinlaufen, ups. Es scheint mir, dass die Dosen schon ausreichend sind für die Zeit. So, muss ich da jetzt irgendwelche Schalter drücken? Oh, shit. Alle wahrscheinlich. Oh, die Dosen einsammeln gibt Energie! Oh, das ist ja chillig. Ach so. Dosen einsammeln gibt... Also, geschafft haben wir es damit? Aber ja. Na, die Zeit ist natürlich 25 Sekunden schneller noch. Okay. Könnte aber machbar sein. Ich meine, jetzt kenne ich den Weg, jetzt kenne ich die Strecke. Könnte ich mir schon vorstellen, dass das machbar ist. Gucken wir mal rein. So, let's go. Und wir haben auch gesehen, ich muss nicht sparsam sein. Ich kann einfach pfeffern. Ich kann einfach drauf pfeffern. Alles easy hier. Sehr gut. Ja, komm, scheiß drauf. Einfach durch. Einfach durch. Easy. Ja, und da weiß ich jetzt auch, wie ich das machen muss. Ja, eben. Haben wir ja jetzt schon massig Zeit gespart. Hier kriege ich das jetzt auch einfach hin, rüber zu gehen. Jawohl, easy. Hier kriegen wir die Energie zurück. Alles ganz easy hier. So. Sind wir nämlich schon am Ende. Schalter 1. Gut, den kann ich nachher drücken. Schalter 2. Rüber! Und rüber! Jawohl! Komm schon! Go! Das sollte locker reichen. Sehr schön. Ja, wow. Das hätte man ja viel mehr Zeit hätte man da noch geben können. Okay. Gut. Kein Problem. So, dann gehen wir gleich zur zweiten Straße der Schätze. Kegelstopfer. Schwierigkeit jetzt mal 3. Okay. Mal gucken, was wir diesmal zu erwarten haben.
Angriff mit Köpfchen, Pfad der Rock. Ah ja. Okay, da muss ich eigentlich gar nicht drauf. Scheiße. Das kann ich eigentlich alles ignorieren, getrost. Nein, ah, Mist. Ja, also wenn man das gut treffen würde, dann könnte man wahrscheinlich von einem gleich zum nächsten. Ja, da sind wir dann auch mal Game Over. Das darf aber dann bei 3 Sternen auch mal passieren. Ah ja, okay. Ich dachte, ich komme vielleicht schneller, aber nee. Hallo? Gut. So, aber jetzt hier nämlich. Dann machen wir gleich den hier. Ja, ich hab daneben. So, aber dann kann ich jetzt gleich auf den weiter. Mann, oh, das ist doch kacke. Dass man das nicht so gut trifft. So, und dann kann ich aber jetzt gleich auf... Oh, Mann! Dass ich da immer verfehle. Gleich auf den weiter. Hallo, wo bin ich denn da? Jetzt aber gleich auf den weiter. So. Jetzt muss ich leider warten. Und dann ist das Ziel aber da oben. Jawohl. Okay, ja, müssen wir ein bisschen schneller werden, ne? Müssen wir noch ein bisschen schneller werden. 10 Sekündchen. Uiuiui. Mal gucken. Mal gucken, was wir mit den 10 Sekündchen anstellen. Ja, das war noch nicht so ganz das Wahre. 45 Sekunden. Mann, ah, also es nervt mich so ein bisschen, dass man nicht genau sofort trifft dieses Ding, aber okay. So. So. Ja. Ja. Genauso meinte ich das, ne? Genauso meinte ich das. Okay, jetzt schnell, schnell, schnell. Schaffen wir, schaffen wir. Haben wir, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir, haben wir. Nice. Huh. Sehr gut. Na, immerhin hat es jetzt dann mal geklappt. Gold. Zacki. Prima. So. Aber von dem wilden Modus merke ich noch nicht so viel. So, jetzt sind wahrscheinlich neue noch nicht da, ne? Also jetzt kann ich erstmal das Level spielen. Hier ist jetzt nichts neu, was ich finden könnte oder so. Nein, okay. Gut. Dann rein da in die Kugelsteinstraße. Okay, 4 versteckte Wortledies und wieder 3 Missionen. Sollten wir ein Wanted Poster... Alles, was komisch aussieht, werde ich diesmal untersuchen. Ich will nicht nochmal sowas wie das Wanted Poster erleben. Erstmal alles niederbrennen hier. Okay, neue Fähigkeit. Der Igel ist auch am Start. Kommen Sie mal ran hier. Oh. Oh, das ist ja cool. Oh, aber der macht die Dinger gar nicht kaputt. Gehen die nicht kaputt oder was ist da los? Oh, jetzt werde ich es nicht rausfinden. Ja, okay.
Aber ich meine, wir bekommen den Igel hier, dann sollen wir ihn sicherlich auch nutzen. Okay, da gibt es ein Brot. Ach, ist 3 Snacks von Baumstümpfen. Okay, das ist eine Mission sogar. Interessant. Na gut, 3 Snacks klingt jetzt ja nicht nach so viel. Ja, lol. 2. Und dann haben wir die Mission ja gleich. So. Gib mir mal meine Energie, danke. Gehen die Steine kaputt, oder? Nein, scheint nicht so. Igel gegen Igel. Wie komme ich da hoch? Wait, what? Okay, wie soll ich da hochkommen? Kann der Igel irgendwie die Wand hoch? Weil Kirby kommt nicht so hoch. Hä? Ich meine nicht, dass die Münze jetzt wichtig wäre, aber... Es wundert mich etwas, dass ich da nicht rankomme. Oder vielleicht verstehe ich halt nur irgendeine Fähigkeit nicht. Kann ich mit dem Igel die Wand hoch? Scheinbar nicht. Egal. Vielleicht kommen wir ja noch hoch. Guck mal, da ist aufgeladener Schuss. Ach, soll ich die Fähigkeit jetzt nehmen? Ah, dann kann ich zielen, okay. Okay, jetzt geht's hier hoch. Ah, guck mal. Ach, hätte ich dann mit ihm das hier holen sollen? Oder können? Ah, verstanden. Dann war der Igel wirklich nur ganz am Anfang und man braucht ihn eigentlich jetzt schon gar nicht mehr. Okay. Okay, die Felsen kann ich nicht kaputt machen. Nein, okay, alles klar. Da ist was Verstecktes. Jawollo. Nice. Hier noch irgendwas? Nein. Da oben kann man theoretisch rein. Da ist offen. Ja, da ist auch was. Okay, irgendwie kommt man da hoch. Irgendwie kommt man da noch hoch. Ich habe das gesehen. Wow. Aber vielleicht erst von oben. Ja, das sieht nämlich so aus, wie wenn man da... Okay, vielleicht hier rum. Ah, weiß ich nicht, ob ich da... Will ich da rein? Das ist ein... Geht's da jetzt weiter oder wo? Ich geh nochmal kurz zurück. Vielleicht habe ich doch den Eingang verpasst. War da eine Leiter irgendwo? Ah! Okay. Und da ist dann auch mein letztes Essen. Ach nee, ist kein Baumstumpf. Aber hier ist mein Bottle. Oder zumindest meistens ein... Okay, oder kein Waddle Dee, sondern so eine Kapsel. Okay, da kann alles möglich sein. Da kann Schalter sein, Waddle Dee, Kapsel. Nur die Kapseln sind jetzt nicht so wichtig, weil die kriegt man eh immer wieder. Also ich könnte auch einfach das erste Level 3000 Mal spielen und die Kapseln sammeln. Okay, hier ist eine unsichtbare Wand. Das habe ich mir schon fast gedacht. Jetzt ist nur die Frage... Ist das jetzt eine Bonustür? Ich würde fast sagen, ja, weil hier geht es eigentlich richtig weiter, ne?
Da ist meine Mission 3. Ja, hier geht's richtig weiter. Wir gehen mal in die Bonustür. Die wahrscheinlich zu einem Bordell, die dann führt. Ja, auch da komme ich dann wieder zurück. Okay. Haben wir schon die Fähigkeit. Das heißt, wir müssen hier schießen können. Ja, man kommt ja auch nur rein, wenn man schießt. Ah, alles klar. Ja, man kommt hier auch nur rein, wenn man schießen kann. Jawohl, gib mir ein Wort, die. Yes. Nice. Prima. Gehen wir wieder raus. Ah, okay, und dann respawnt auch alles. Okay. Das heißt, da vorne könnten wir uns jetzt das Schwert holen. Oder auch nicht. Hä? War ja nicht gerade so ein Schwerttyp? Ah, nee, respawnt ist wahrscheinlich nur der Typ, den man braucht. Und man braucht hier den Schuss. Oh, jetzt kommt wahrscheinlich... Ja, genau. Genauso hat sich das angefühlt, als die Kamera geschwenkt ist, dass wir jetzt gleich verfolgt werden. Indiana Jones-mäßig. Oh, Moment, hier kann ich jetzt aber sicher einfach zur Seite gehen. Okay. Kann ich da rein? Okay, so viel dazu. Hier könnte ich wieder die Bombe holen. Bombe gefällt mir bisher relativ gut. Oh, und jetzt muss ich mich hier zum Auto verwandeln. Okay. Gehen wir nochmal kurz hoch. Okay, wir gehen nicht nochmal kurz hoch. War da oben jetzt noch was? Ich hoffe nicht. Nee, ich glaube nicht. Okay. Da kann ich rein. Wie komme ich da rein? Vielleicht von hier? Nee. Irgendwie muss man da reinkommen. Ach so. Ja, von hier. Okay. Bam. Oh, ich habe einen verpasst. Was? Oh, ich kann es mir denken. Ja, ich kann es mir sehr gut sogar denken. Wenn man schneller als die Kugel ist, und ich bin ja extra ausgewichen, ich glaube, wenn man die Kugel, also mit der Kugel, also ja, dann ist safe da, wo die Kugel runterfällt. Dann ist ziemlich sicher genau dort etwas. Ja, so muss es sein. Okay, da müssen wir nochmal rein. Plupp. So, ja. Aber finde ich gut, dass man das anzeigt. Finde ich sehr gut, dass man das anzeigt, dass ein Wort, die verpasst wurde. Also, dass man es nicht erst am Ende erfährt, sondern vorher. Da ist Elfelin. Ach, das ist ein Er. Ich dachte, das ist eine Sie. Ja, gut. Okay. Dann gehen wir jetzt nochmal so, dass wir der Kugel hinterher... Also, dass wir langsamer, schneller als die Kugel sind. Ich kann reden. Ausflug ins Center. Okay. Ja, das ist einer zu wenig, ich weiß. Tschüss. Oh, da taucht der nächste Stern auf, okay.
Oh, noch einer? Okay. Da muss ich an der Stelle schon mal nicht suchen. So, dann rennen wir mal schnell durch. Wir wissen jetzt ja, es muss zwischen dem zweiten und dem dritten Wortel dies sein. Oh, da war ein Stein. So, das Schöne ist ja, wenn man die Level kennt, kommt man recht schnell durch. Dann ist es das alles überhaupt kein Drama und kein Problem. So, der letzte Wortel, die war da drin. Kann ich das Ding eigentlich auch mit den Bomben abschießen? Würde mich jetzt mal interessieren. Nee. Aber genau, wenn man die Viecher braucht, kommen die auch wieder. Wenn man sie, das heißt, wenn man sie nicht wiederkommt, braucht man sie auch nicht. Okay. So wie ihn braucht man dann nämlich nicht. So, und jetzt einfach mal schneller als die Bombe sein. Der Felsen. Also war ich ja vorhin eh auch. Ja, da ist nämlich ein Schalter. Genau. Und der haut halt mit ab. Das war schon das, was ich mir gedacht habe. Als die so abgehauen ist, die Kugel, habe ich mir schon gedacht, ah, ich könnte was verpasst haben. Ja, war zu erwarten. Okay. Ab dafür. Aber das Auto holen ist dann eigentlich gar kein Muss, ne? Man kann das Level auch ohne Auto abschließen. So, prima. Dann können wir uns noch die zwei Sterne anschauen. Die neu sind... Feuerschatz, okay, wieder nur ein Stern. Also relativ easy wahrscheinlich. 45 Sekunden. Müssen wir schaffen. Let's go. Ah, okay, das ist so ein Kanonenle. Okay, mhm. Immer schnell genug in die Kanone und den Weg erstmal vorher freimachen. Beziehungsweise parallel den Weg freimachen. Sehr gut. Nein, oh oh. Okay, passt. Oh, ich muss da hoch. Okay. Ja, und dann muss ich eh immer auf die Kanone warten. Also die ist natürlich... Da kann ich dann noch so schnell sein. Ja, okay. Auf die Kanone zu warten, kostet halt die Zeit, die man braucht. Gut, das war dann jetzt zeittechnisch. Konnte man es nur schaffen. An sich konnte man das nur schaffen. Okay. Gut, das ging schnell. Da hinten haben wir den nächsten. Entdeckerschatz. Was ist denn Entdecker? Ach, das ist der Schusstyp, den wir gerade hatten. Oh, das wird jetzt interessant. Ich werde so oft daneben schießen. Oh je. Oh je. Ich werde richtig oft daneben schießen. Mhm.
Ja, ich dachte, okay, es ist, ja, es ist ganz anders, als ich dachte. Ups. Also. Nein! Okay. Ich fährt einfach weiter. Scheiße. Mann! Oh, das ist so knapp. Schafft man die nicht beide auf einmal? Ah. Na gut. Alter, halt doch mal die Klappe jetzt hier. Nein! Oh Gott, das wird furchtbar. Okay, das war der letzte. Eieieiei, das war schlecht. Ah, wie viel Zeit muss ich rausholen? Ah, 15 Sekunden, okay. Okay, let's go. Let's go. Mist. Ich wollte ihn gleich treffen. Aber das hat mich hingehauen. Yes. Nein. Nein, oh Gott, das ist das Schlimmste. Oh, gerade noch erwischt. Sehr gut. Yes, erwischt. Nein, ich erwische ihn da oben nicht. Mann! Ach, scheiße. Ah, shit. Ah, das war schlecht. Ah. Wie viel muss ich jetzt noch rausholen, Zeit? Nix! Oh Gott, das war's! Obwohl ich so oft verkackt habe an der einen Stelle. Okay, gut, gut, gut. Alles klar. Dann bin ich ja wieder zufrieden. So. Die Frage ist, gibt es jetzt noch mehr versteckte Sachen, die es davor noch nicht gab? Nein, hier ist noch nichts Neues. Das haben wir schon gemacht. Hier ist auch nichts Neues. Nee, jetzt sind wir auch schon fast alle Orte. Haben jetzt schon irgendwas bekommen, ne? Okay. Ja, dann wird es wohl nichts Neues Verstecktes mehr geben hier. Wir haben alles Versteckte gefunden. Okay. Dann gibt es das nächste Mal das Ambelen Center und je nachdem, wie schnell das geht, auch vielleicht das erste Boss-Level. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.